Die Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie sich bewaffnete Männer einem Büro- und Hotelkomplex in der kenianischen Hauptstadt Nairobi nähern und in das Gebäude eindringen. Nach Angaben der Polizei schoss und sprengte sich eine Gruppe von Angreifern am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr Ortszeit den Weg in den Gebäudekomplex frei. Darunter sei auch ein Selbstmordattentäter gewesen, der sich in der Hotellobby in die Luft gejagt habe. Danach lieferten sich die Angreifer stundenlang Feuergefechte mit Sicherheitskräften. Mehr als 12 Stunden später waren am frühen Mittwochmorgen noch immer Schüsse und Explosionen in der Umgebung zu hören. Sie kamen auf, als Sicherheitskräfte rund 150 Menschen aus einem Gebäude eskortierten, in dem diese Zuflucht gesucht hatten. Dies ließ Zweifel an der Darstellung des Innenministeriums aufkommen, dass die Lage unter Kontrolle sei. Bei dem Angriff sind nach Behördenangaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern sollen 11 Kenianer, ein US-Bürger und ein Brite sein. Zahlreiche weitere Menschen sollten sich noch in dem Gebäudekomplex befunden haben, darunter auch einige Verletzte. Zu dem Anschlag bekannte sich die Islamistenmiliz Al-Shabaab aus dem benachbarten Somalia. Al-Shabaab greift immer wieder Ziele in Kenia an, weil das Land mit Soldaten an einer Friedenstruppe der Afrikanischen Union zur Unterstützung der Regierung in Somalia gegen die islamischen Rebellen beteiligt ist.